Hallo, Kuckuck. Sommer, Sonne, Wasser. Was verträgt sich da manchmal nicht so gut? Genau, die Mascara. Wenn unsere Wimperntusche zwar wasserfest ist, aber trotzdem abschmiert, weil wir vielleicht extrem schwitzen und dampfen und alles ist so und dann kann es sein, dass sich die Mascara ein bisschen anlöst oder du sagst, ich mag gar keine wasserfeste Mascara, sondern ich nehme immer nur wasserlösliche. Aber damit kann ich jetzt nicht schwimmen gehen. Was kann man da machen? Ganz einfach, die Wimpern färben. Das gibt selbstverständlich nicht das Ergebnis, als wenn wir tuschen. Das kannst du einfach nicht. Aber es ist immerhin besser, als wenn wir mit unseren halbblonden Wimpern ungetuscht rumlaufen. Die Farbe Schwarz und Blauschwarz. Wie unterscheidet die sich eigentlich? Und deshalb zeige ich dir heute, wie der Unterschied ist, weil was nimmt man? Nimmt man Schwarz? Nimmt man Blauschwarz? Was ist überhaupt Blauschwarz? Ist das dann blau? Das werden wir heute herausfinden. Ich habe die Farbe schon mal angemischt. Man kann sehen, ich habe es nummeriert, so wie auch die Tuben nummeriert sind. Das wäre jetzt in diesem Fall andersrum. Oben blauschwarz und unten schwarz oder tiefschwarz, wie man es nennen mag. Das wird aus der Tube, das ist die Tube, kann man sehen, kann man sich vorstellen, wie oft man sich die Wimpern färben kann mit so einer kleinen Tube. Und dann gibt es noch die Entwicklerflüssigkeit dazu. So. Und in der Anleitung steht, wie man das in welchem Verhältnis mischen muss. Ich habe das jetzt einfach mal mit einem Teelöffel, mit der Rückseite, einfach so zusammengedrückt. Das ging ganz gut. Und man kann erkennen, die Farbe sieht auf dem Tellerchen gar nicht schwarz aus. Das irritiert die eine oder andere. Also ich hatte schon echt Nachfragen, so nach dem Motto, ich habe jetzt schwarz bestellt, aber das ist überhaupt nicht schwarz. Doch, das wird auf den Wimpern schwarz. Du weißt, wenn du meine Filme siehst, dass ich am liebsten mit einer Interdentalbürste die Farbe auftrage. Jetzt gibt es aber auch da große Unterschiede im Bürstenkopf. Und auch da werde ich heute mal rausfinden, womit trägt sich das am besten auf. Bis jetzt habe ich immer diese ganz einfachen von Rossmann genommen. Aber diese etwas teureren sind vielleicht ein bisschen stabiler, biegen nicht so schnell um. Vielleicht ist es sogar besser, eine etwas dickere Interdentalbürste zu nehmen. Ich weiß es noch nicht, das werde ich jetzt auch für dich herausfinden. So, und damit du jetzt sehen kannst, wie der große Unterschied nachher sein wird, gehen wir jetzt mal näher ran. So. Nicht zu nah, weil ich muss gleich meinen Kopf zum Spiegel drehen. Aber das wird, denke ich mal, so funktionieren können. Also so sehen meine Wimpern jetzt aus. Ich gucke mal nach oben. Da kann man es vielleicht nochmal genau erkennen. Die sind also jetzt, die sind nicht ganz blond, aber die sind eben auch nicht schwarz. Und wir wollen eben unterscheiden oder sehen, was wird sich beim Wimpernfärben verändern. So, ich hoffe, wenn ich so hoch gucke, kann man die Wimpern sehen. Ich mache jetzt auch noch mal so. Ne? Also getuscht, wie gesagt, ist was komplett anders. Aber mit dem Wasser ist es eben schöner, wenn die Wimpern gefärbt sind. Ich werde jetzt das Auge mit der dickeren Bürste mit Blauschwarz einstreichen. Dazu gehe ich einfach nur mit dem Bürstchen hier in diese Farbe so rein. Das Interdentalbürstchen ist ja praktisch wie eine Mascara-Bürste. Jetzt darf man sich aber nicht vorstellen, dass das auch so aussehen wie mit Mascara bestrichen, sondern die Farbe ist ja wesentlich dünner. Und du kennst es vielleicht vom Friseur, ne? Da wird erstmal dick eingecremt und dann wird so ein Wattepad drunter gelegt und dann schließt man die Augen und dann wird das dick und fett drauf gematscht. Man hat vielleicht sogar noch einen ungewollten Lidstrich, der matschig aussieht. Und zum Schluss, wenn das abgewaschen wird, brennt das oft wie die Hölle. Und so kann man das wunderbar auftragen. Ich mache das immer so, dass ich dann auch wirklich
immer und immer wieder streiche, so 2, 3 Minuten. Und mit der Interdentalbürste bekommst du auch hier diese ganz, ganz kleinen feine Haare eingestrichen und auch die unteren Wimpern. Die nehmen jetzt die Farbe nicht so auf, sodass man es direkt sehen könnte. Deswegen ist es hier wichtig, auch immer wieder da so drüber zu streichen. Das wäre jetzt also erstmal blau-schwarz. So, jetzt muss ich dann mal gucken, wo ich das ablege. Und dann nehme ich die feine Bürste fürs Schwarz. Das ist jetzt die Farbe 1 hier unten. Du konntest vielleicht gerade sehen, mit der dicken Bürste war unheimlich viel Farbmasse da, wo ich erstmal nicht wusste, wohin damit. Das ist jetzt bei der feinen etwas anders. Aber ich denke, es ist kein großer Unterschied, ob du jetzt eine feine oder eine gröbere nimmst. Also da merke ich jetzt kaum Unterschied. Vielleicht ist sogar mit der feinen etwas besser. Also da kannst du nehmen, was du zu Hause hast. Das war für mich jetzt auch noch mal interessant, ob es da einen Unterschied gibt. Nö, finde ich jetzt nicht. Du siehst, ich trage auch links sogar mit links auf, weil als Maskenbildnerin kann man beidhändig arbeiten, weil man ja meistens hinter dem Schauspieler steht. Jetzt probiere ich noch mit der dicken. Nee, also das ist jetzt vom Auftragen kein Unterschied. Mit der dünnen bist du sogar vielleicht noch ein bisschen sicherer, weil die eben dadurch, dass sie dünner ist, auch noch mal besser bis an den Wimpernansatz kommt. So, jetzt muss ich für unten allerdings einmal tauschen. So, und du siehst, ups, ist abgerutscht. Du siehst, man kommt noch nicht mal an die Haut. Und jetzt, wo die Farbe drauf ist, kann man schon so ganz klein bisschen erkennen, dass da Wimpern sind, die man vorher gar nicht gesehen hat. So, und das mache ich jetzt einfach noch mal so 3, 4 Minuten. Ich will dich jetzt damit nicht langweilen, weil ich mache jetzt immer nur dieselbe Bewegung, um sicher zu gehen, dass die Wimpern komplett ummantelt werden. Auch hier unten noch mal besser an den Vergrößerungsspiegel. Und dann lasse ich das Ganze jetzt 10 Minuten einwirken und dann zeige ich dir, wie ich das dann abwasche. Es ist immer noch Einwirkzeit, aber ich hatte jetzt eine spontane Idee, als ich die Farbe nochmal nachgestrichen habe. Ich habe ja immer noch so ein bisschen Farbe hier auf dem Tellerchen und da habe ich gedacht, was könnte man denn machen? Also Augenbrauen werde ich bei mir nicht färben, kann man natürlich auch, aber das wäre mir gerade mit Schwarz zu hart. Nee, ich ziehe mir jetzt einfach noch so ein paar ganz, ganz feine, dünne Strähnchen hier in Schwarz in mein rotes Haupthaar. Einfach auch mit dem Interdentalbürstchen so einstreichen. Ich bin gespannt. Die Einwirkzeit ist um. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. So, das ist also jetzt schwarz und das ist blauschwarz. Man sieht wirklich nur ganz, ganz wenig Unterschied. Ich habe mal ganz kurz meinen Arm mit eingestrichen. Ganz kurz aus dem Grund, weil ich nicht jetzt 5 Wochen, nein, so lange nicht, aber einige Tage mit angefärbten Arm rumlaufen möchte. Ganz kurz aufgetragen, abgewischt. Hier kann man sehen, das Blauschwarz ist so ein bisschen bläulicher und dieses normale Schwarz geht fast so ein bisschen ins Braun. Also das wäre so die Leitlinie, dass man sagen kann, wenn es so ganz klein bisschen natürlicher sein soll, das Schwarz, dann nimmst du Schwarz. Und wenn du es so satter haben möchtest, dann ist das Blauschwarz einfach ideal. Du kannst sehen, die Strähnchen, also das war jetzt keine geplante Geschichte. Ich bin noch echt gespannt. Ich lasse es jetzt nicht eine halbe Stunde einwirken, sondern es ist jetzt erst ein paar Minuten drauf. Ich wasche jetzt die Farbe von den Wimpern ab und wasche mir dann die Haare.
und mache mein Make-up und dann melde ich mich komplett wieder. Dann können wir die Farbe schon sehen. Und ich darf verraten, Cliffhanger, es gibt auch dann noch einen Film mit Strädchen. Das werde ich heute auch im Anschluss schon mal drehen. Von daher ist das eine ganz schöne Sache, weil ich mag es tatsächlich lieber, wenn das auf dem Kopf so ein bisschen bunt gemischt ist, richtig wild durchgesträhnt in allen möglichen Rosa- und Rottönen. Und das Schwarz so dazwischen finde ich jetzt eigentlich auch gut. Muss ich ja jetzt auch, weil das würde ich auch nicht wieder rausbekommen. Wir starten. Also ich habe hier Wattepad. Und habe so ein kleines Schüsselchen mit lauwarmem Wasser. Kann man natürlich auch mit kaltem Wasser machen, aber ich bin ja nett zu mir und nehme ein lauwarmes Wasser und wische das einfach schnell so ab. Das brennt jetzt auch tatsächlich ein bisschen. Wer also empfindlich ist, sollte es vielleicht nicht unbedingt so machen. Ich bin da recht hart im Nehmen. Sondern kannst so machen, wie ich es jetzt auf der anderen Seite zeigen werde. Ja, ist halt Haarfarbe, das zwiebelt ein bisschen. Aber gut auszuhalten. Ja, schon vorbei. Und dann könntest du Wattepad nehmen, nass machen und du nimmst ein Wattestäbchen, legst es so hin und nimmst erstmal den Überschuss, und machen es mal so halb, erstmal den Überschuss weg, so dass dann nicht so viel ins Auge laufen kann. Ne? Also so kannst du es auch machen, dann brennt es überhaupt nicht. Auch hier kann man jetzt wieder sehen auf dem Wattepad, dass das Schwarz so ein bisschen so eine Art braune Nuancierung hat. Also das ist nicht so ein hartes Schwarz. Das haben wir jetzt auf der anderen Seite mit dem Wattepad verpasst. Das kann ich jetzt auch hier. Ne, kann man nicht mehr drauf erkennen. Aber du hast es ja gerade am Arm gesehen, ne? Das ist so ein bisschen bläulich. Ja. Also so hat es jetzt überhaupt nicht gebrannt. Und dann gehst du dann noch mal mit dem geschlossenen Auge mit dem Wattepad so hier drüber. Also für die Hauruck-Leute so wie mich, buff, weg, brennt ein bisschen. Anders, wenn man es sanfter haben möchte, halbes Wattepad, also umknicken, mit dem Wattestäbchen erstmal die Masse wegnehmen und dann hier drüber. Schieben wir mal die Strähnchen hier so zur Seite. Ich weiß, ungeschminkt sieht das alles nicht so schön aus, aber so ist Leben. So, jetzt gehen wir noch mal nah ran. So, wenn wir jetzt vergleichen zu vorhin, jetzt kann man Wimpern sehen, oder? Also das Färben lohnt sich immer. Und klar, das kann man jetzt beim Friseur oder bei der Kosmetik machen lassen. Aber ich weiß gar nicht, was das kostet. Also ich glaube, das günstigste ist so 8 €, sage ich mal. Aber in Wellness-Hotel zum Beispiel, guckt euch mal da die Preisliste an, da kostet das bis zu 30 €. 30 €. Und wenn man sich jetzt so eine Tube kauft, da sind drin, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt ohne Brille lesen kann, 15 ml müssten es sein. Ich halte es einfach in die Kamera, du liest selbst. Ja. Das ist eine richtig fette Menge. Ich schätze mal, wenn man sich alle 2 Wochen die Wimpern damit färben würde, das kann man ja, ne, sehen, wie häufig man das haben möchte. Wimpernwechsel ist alle 6 bis 8 Wochen durchzogen. Also nach 8 Wochen hast du nicht mehr die Wimpern, die du heute hast. Von daher so alle 3 Wochen, vielleicht sogar alle 2 Wochen, je nachdem, wie intensiv das sein soll, sollten die Wimpern schon gefärbt werden, wenn du ein schönes Ergebnis haben möchtest. So. Aber du hast ja gesehen auf dem Tellerchen, du nimmst so viel wie 2 Erbsen, wie 2 kleine Erbsen.
und dann mit den Tröpfchen vermischen. Und damit kann man komplett die Wimpern färben, eventuell vielleicht so einen ganz kleinen Hauch über die Augen braun gehen. Würde ich nicht mit Schwarz oder Blauschwarz, aber es gibt ja noch Graphit, also einen Grauton. Und ein Naturbraun, auch diese haben wir. Den Link zum Produkt, den schreibe ich übrigens unten in die Infobox. Dann kommst du direkt auf meine Seite. Und ich habe jetzt nicht im Kopf, was sie kostet, aber es sind unter 14 Euro, glaube ich, beides zusammen. Die Tube und den Entwickler, die gibt es zusammen, weil du brauchst beides. Nur die Farbe funktioniert nicht. Das muss ich durch das H2O2 entwickeln. So, und das finde ich, ne, ist ein wirklich schönes Ergebnis ohne Tusche. Jetzt wasche ich meine Haare ab und mache Augen-Make-up und werde nicht tuschen und dann gucken wir uns das Ergebnis an. Das Ergebnis ohne Mascara. Und dieses Augen-Make-up wäre jetzt sogar wasserfest. Denn ich habe nur zwei Zutaten benutzt. Einmal den Bright Liner in Smoky. Ne, da habe ich am Wimpernrand entlang, bisschen in die Lidfalte rein, direkt mit dem Finger verpuschelt. Und am Wimpernrand den wasser- und wischfesten Smoke Liner in Schwarz. Nochmal so eine ganz dünne Linie und auch hier unten so ganz dünn drüber gesetzt. Auf der Kugel ist ein bisschen Lidschatten-Eisprinzessin. Okay, der würde jetzt vielleicht beim Tauchgang leicht verschwinden, aber man würde es nicht bemerken. Und diese beiden Produkte, die sind absolut wisch- und wasserfest. Da passiert also nichts, wenn du mal unter Wasser gehst oder wenn du schwitzt. Und da jetzt keine Wimperntusche drauf ist, kann auch keine Wimperntusche verschmieren. Ich gucke nochmal irgendwie so, dass man die Wimpern vielleicht sehen kann. Gehen wir nochmal näher ran. So. Ja. So, das ist das Ergebnis von nur Wimperntusche. Nur Wimpern färben ohne Tusche. Sorry für den Versprecher. Gefärbt, aber nicht getuscht. Und ne, so kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Das ist schwarz genug, um das Auge ausdrucksstark zu bekommen. Sind ja auch nur so Zwischenlösungen. Heißt ja nicht, dass man jetzt im Sommer gar keine Mascara mehr benutzen soll. Nur so an verschiedenen Tagen nicht. Wenn wir so dampfen oder wenn wir in den See oder in den Pool springen wollen. Wasserfestes Augen-Make-up durch Wimpernfärben und Smokeliner und Brightliner. So einfach ist es mit Make-up Coach. Wenn dir der Film gefallen hat, würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mir den Daumen nach oben gibst, mir vielleicht einen netten Kommentar hinterlässt und sag es weiter, wo es immer die besten Tipps für dich gibt. Bei Make-up Coach. Viel Spaß und komm gut durch den Sommer. So, hoho. Und ich springe jetzt ins Wasser. Nein, aber ich könnte es.